Hey Moonies, herzlich willkommen zu diesem neuen Review-Video. Heute ist es endlich soweit. Wir stellen euch Sailor Moon S, die dritte Staffel, als Komplettbox vor. Lange mussten wir warten, aber endlich haben wir die Box in unseren Händen. Und zusammen schauen wir uns mal die Box an. Wir fangen mit der DVD-Version an. Hier sehen wir alle Sailor Krillen auf dem Cover, ein sehr schönes Cover, was von Marco Abiero gezeichnet wurde. Wenn wir uns den Inhalt anschauen, dann klappen wir mal auf, sehen zwei wunderschöne Bilder. Und hier sind schon gleich die Discs. Natürlich kommen auch in dieser Box zwei Extras vor. Einmal diese schöne Postkarte. Und wie ich persönlich noch finde, ein sehr schöneres Poster. Dieses Poster gab es auch früher mal in ganz groß zu kaufen, weil das Motiv einfach wunderschön ist mit allen Kriegerinnen. Leider fehlt Saturn, aber naja, kann man leider nichts machen. Saturn ist ein wesentlicher Charakter in der dritten Staffel, so wie auch Sailor Uranus, Neptun, Sailor Chibi Moon und Sailor Pluto. Hier sehen wir eine Disc. Und hier haben wir die anderen. Insgesamt 5 Disc pro Box. Die komplette dritte Staffel auf Deutsch und Japanisch in einer schönen Qualität. Hier noch ein paar Eindrücke. Hier links zum Vergleich die DVD und rechts die Blu-ray, ein bisschen kleiner mit dem zusätzlich roten markanten Blu-ray-Cover. Gleich schön. Vom Inhalt her genau das gleiche, ein bisschen besser von der Qualität. Beide Boxen haben als extra das deutsche Opening und Ending, also sprich von Sag das Zauberwort. Hier schauen wir auch noch mal rein. Auch hier das Poster und die Postkarte. Leider natürlich etwas geknickt. Gerollt wäre es sehr schwierig, das zu verkaufen. Aber ich finde, das Motiv lässt sich auf jeden Fall sehen. Und auch hier eine schöne Postkarte. Also, ich bin mal ehrlich, ich werde sie nicht verschicken, sie bleibt als Sammlerstück, wäre doch viel zu schade. Auch hier ganz genau die gleichen Artworks wie von der DVD-Version. Die Qualität der Folgen ist echt super, es gibt keine Tonfehler oder Bildfehler wie auf Staffel 2. Hier nochmal zum Vergleich, dadurch, dass ja die Blu-rays eine Gesamtbox darstellen. Hier sind die vorherigen Veröffentlichungen der dritten Staffel, Box 5 und 6. Damals waren noch die ganzen Folgen aufgeteilt auf 2 Boxen. Wir schauen mal kurz in eine rein zum Vergleich. Der Aufbau ist recht ähnlich. Was die alten Boxen hatten, war kein Poster und keine Postkarte, dafür ein Stickerbogen und ein Booklet. Leider fehlt das Booklet in der Neuauflage. Im Booklet standen die ganzen Infos zu den einzelnen Folgen und ein paar Trivia-Sachen. So viel zum Aussehen. Bleibt nur noch die Frage: Wie schaut jetzt das Videomaterial aus? Ist ein markanter Unterschied zu sehen? Nun ja, schaut doch einfach selbst. Wir haben einen Clip vorbereitet im Vergleich mit der alten Box und der neuen Box. Erster Schwimmkurs bei Dublin. Los geht's! Verwandle dich!